So, Hallöchen. Wir transportieren heute ein bisschen Heu nach Sheridan in Wyoming. Gerade das Geburtstagsabendessen abgeschlossen. Da geht's schon wieder in die Arbeit. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Never stop working, man. Wer rastet, der rostet, wa? So, Sprit müsste noch reichen für die Tour. Sind knapp 270 Meilen ungefähr, aber wir müssen uns halt jetzt erstmal abholen hier, das Ding. Also Mantau, Mantau. Hier habe ich gestern Rinder abgeliefert, lebende. Das war mein erster Livestock-Transport. In 650 feet, turn left. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal darüber kommen. Ja, wir sind in Riverton, Wyoming. Da bin ich immer noch unterwegs. Mit meinem geilen Western Star. Geilste Truck, wo gibt, ich sag euch das. Ah, guck mal. Streamcord funktioniert jetzt auch wieder richtig, wie schön. Das freut mich. Double mit Heu haben wir heute, wie gesagt. Den holen wir jetzt erstmal ab. Und dann geht es eigentlich immer nur nach Norden. Auf ganz entspannt. Und denkt dran, jede Sternschnuppe, die ihr heute Nacht seht, ist ein Fahrer, der bei Mario Kart von der Regenbogenstrecke gefallen ist. Ist das eine schöne Gegend hier, Digga? Ist das eine schöne Gegend? Keep to the left and then turn left.
Zurück nehmen wir die kleine Seitenstraße hier. In 650 feet, turn left. Arrived at your destination. Da steht er schon. Proceed to the highlighted route. So, wie immer ein kurzer Blick auf die Karte, dass ihr seht, wo es lang geht. Tada! Hier sind wir in Riverton. Da geht es jetzt einfach nur, wie ich schon sagte, Richtung Norden. Bis nach Sheridan. 254 Meilen. Ganz entspannt. Los geht's. Hitting the hay, hitting the hay. In 650 feet, turn left.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich diese beiden Jungs jetzt hier quasi die ganze Strecke vor mir habe. Sofern die nicht irgendeine kleine Seitenstraße rein wollen. Also hoffe ich mal, dass die beiden Kollegen Gas geben können. Ansonsten wird es halt noch chilliger, mein Gott. Jukanovic, sei gegrüßt. Ja, so ein bisschen auf entspannt. Vollgefressen und glücklich. Ja, danke dir, danke dir. Ist schon wieder ein Jahr rum, Digi. Schon wieder ein Jahr rum. Ja, und andererseits auch schon wieder ein Jahr, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ne? Wir wollten eigentlich keine so großen Intervalle mehr machen wie letztens. Holy moly. Ist das mal eine nice Strecke. Ja. Koroni. Zeit, dass diese Scheiße aufhört, Digga. Ja, das würden wir nur ohne die Schwurbler tun. Ja. Das wollen wir nur ohne unsere guten alten Schwurbler tun.
Delay. Überall mischt er sich ein, dieser Delay. Jetzt habe ich die zwei Jungs von eben nicht mehr vor der Nase. Jetzt nerven mich die anderen hier. Hier so ein Container-Driver da vorne. Wahrscheinlich so ein Daycap wieder, ne? Ne, sieht so aus, als hätte er einen Sleeper. Let's see. What's up? Warum kneifst du die Augen zu? Sagst du, ne? Boah, ich bin immer noch so vollgefressen von unserem Raclette eben. Schon wieder auf der Straße. Wer rastet, der rostet. So sieht das aus. Ja, ich weiß auch nicht, warum der sich immer einmischt, dieser Delay. Ich mag seinen Bruder ja lieber. Also den Bruder von Jan Delay. Sven Reverb. Wie geht's dir eigentlich? Die habe ich ja jetzt nur auch ein Jahr nicht mehr gesehen. In 650 feet, turn right. Und auch wenn ich das vorhin schon mal gesagt habe, ihr müsst heute Abend unbedingt die Sterne beobachten. Unbedingt den Himmel im Auge behalten. Denn jede Sternschnuppe, die man heute Abend sieht, ist ein Fahrer, der bei Mario Kart von der Rainbow Road gefallen ist.
Ich weiß, hier sind 65 Meilen die Stunde erlaubt, ich fahre trotzdem nur 50. Habe ich auf der Switch. Da zock. Und Mario Kart Tour fahre ich auch. So, ich fahre hier trotzdem nur 50, weil zum einen hinter jeder Kurve kann sowas lauern und zum anderen sieht man hier immer diese orangenen Schilder an der Seite, diese oder gelb, je nachdem. Die empfehlen einem eine Geschwindigkeit wegen den teils ja dann doch etwas spitzeren Kurven hier. Und mit einem Double-Gehänge hinten dran ist halt natürlich auch immer so eine Sache. Aber immer noch schneller wie die meisten anderen Kollegen hier. Jetzt sind wir gerade mal bei 35 Meilen wieder. Mario Kart Tour ist nicht dieses AR-Ding, das habe ich nicht, das hole ich mir auch nicht. Sondern das ist für Mobile. Das ist das, was ich gezockt habe, während Parser seinen Aufreger hatte. Letztes Jahr. Aber nicht deswegen fertig machen oder so, ist schon geklärt, schon lange, 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 lange. Alles wieder gut, alles heile, heile, heile Welt. Ihr wisst ja, hier ist die Zone des intergalaktischen Friedens. Außer ich führe gerade Krieg. Battlefield 5 war ja auch eine ziemlich geile Kampagne, aber sehr kurz wieder nur, sehr kurz. Wo wir jetzt gerade von Krieg hier gesprochen haben, ganz kurz. Kriege hier dürfen aber nur digital ausgefochten werden. Dum di dum 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 dum. Ach ja, ist das chillig.
650 feet. Turn right. Sheridan, noch 30 Meilen, also Endspurt jetzt hier. Aber ich muss noch mal zur Wiegestation. Ha, das ist ja mal wieder toll. Navigation resumed. Kurz vor dem Ziel soll ich nochmal wiegen gehen. Ja, schön. Navigation resumed. To the left, and then turn left. Okay, offensichtlich war ich hier oben schon mal.
Okay. Naja. Ist das halt so. In 650 feet, turn left. Ja, sogar genau bei dem Kunden hier. Dann hätten wir es heuer jetzt auch erfolgreich abgeliefert, aber was ich nicht gesehen habe, ist, dass ich schon mal hier gewesen bin. Hat uns also nichts gebracht. Ich habe keine Ahnung, wieso und warum und weshalb das jetzt auch entdeckt ist, der Ort. Obwohl ich genau hier schon mal war, nur von der anderen Seite, aber genau auch bei dem Kunden. Naja. Die Zukunft wird zeigen, was hier noch so los ist. Also dann, kurze Pause, dann sehen wir uns gleich zu einer Runde Watch Dogs wieder. Bis gleich.